Im Gegensatz zu den natürlichen Zahlen besitzen Dezimalzahlen Nachkommastellen. Diese werden als Zehntel, Hundertstel, Tausendstel und dann geht's weiter mit Zehntausendstel, Hunderttausendstel und so weiter bezeichnet. Mit Hilfe von Dezimalzahlen lassen sich sowohl Brüche als auch Zahlen mit Rest ausschreiben. Dabei sind die Zahlen, bei denen von links gesehen zuerst eine größere Ziffer auftaucht, am größten. Also, was ist damit gemeint? Wenn wir jetzt hier zwei Dezimalzahlen haben, die erstmal relativ ähnlich aussehen, zum Beispiel 12,567 und meinetwegen die Zahl 12,576, auf dem ersten Blick relativ ähnlich, dann ist es eben genau die Zahl größer, bei der von links gesehen zuerst eine größere Ziffer auftaucht. Also von links gesehen, erstmal kommt die 1 hier in der Zehnerstelle, die ist bei beiden gleich. Hier, diese Ziffer. Hier ist eine 1, da ist eine 1. Das ist die sogenannte Zehnerstelle. Jetzt kommt die Einerstelle, da ist da eine 2 und hier auch eine 2, ist auch gleich. Dann kommt hier die, und das steht ja hier auch im Text, die Zehntelstelle. Das ist das hier. Zehntel, das ist genau das, was als erstes hinter dem Komma steht und die ist ja hier auch gleich. Dann kommt die Hundertstelstelle, also das hier. Und das ist hier die 6 und das ist hier die 7. So, also ist die Zahl jetzt größer, bei der von links gesehen zuerst eine größere Ziffer auftaucht. Also ist diese Ziffer hier, die 7 ist ja größer als die 6. Und da ist jetzt quasi von links gesehen das erste Mal eine größere Ziffer aufgetaucht als hier. Also ist diese Zahl hier, diese rechte, ist größer als die linke. Oder andersrum gesehen, die linke Zahl ist kleiner als die, als die rechte. Also, und jetzt gucken wir nochmal hier, die letzte Ziffer hier, das ist die 7, das ist die sogenannte Tausendstelstelle und die haben wir hier eben hier als 6. Aber diese 7 und die 6, da ist eben kein Vergleich mehr, sondern immer bei der größtmöglichen Zahl von links gesehen. Also nochmal, 10er, 1er kennst du ja bereits und jetzt nach dem Komma kommt die 10. Stelle, dann die 100. Stelle und dann die 1000. Stelle. Vielleicht hast du ja schon mal bei Olympischen Spielen gehört, dass bei einem 100-Meter-Lauf es so um eine Zehntelentscheidung ging. Dann ist das zum Beispiel hier 12 Sekunden und was dann hinter dem Komma kommt, ist entscheidend. Also 12 Sekunden und 5 Zehntel Sekunden. Also genau da kommt dieser Ausdruck her, eine Zehntelentscheidung. Gestern habe ich mir ein neues Strandhandtuch gekauft, sagt Hanna. Es hat 19,99 Euro gekostet. Warum stehen eigentlich häufig Zahlen nach dem Komma? Wie nennt man solche Zahlen überhaupt, fragt Sophie. Das hast du bestimmt auch schon mal beim Einkaufen gesehen, dass irgendwas 3,95 Euro oder 3,99 Euro oder eben wie hier bei Hanna 19,99 kostet. So, diese Zahlen 19,99, die du da siehst bei ihr, die schreiben wir jetzt mal in hier. So eine Tabelle. So, diese Tabelle habe ich dir mal vorstrukturiert. Hier siehst du in der Mitte das Komma. So, und wir gucken jetzt einmal links und einmal rechts vom Komma. Wir haben ja bisher schon gelernt, dass links vom Komma, da haben wir die Einer, Zehner und Hunderter. Jetzt geht es bei diesen Dezimalzahlen aber um die rechte Seite, diese Nachkommastellen, die sind entscheidend. Und da nennt man die erste Stelle nach dem Komma die Zehntel, dann die Hundertstel und dann die Tausendstel. So, und das hier, was du jetzt hier siehst, das ist die sogenannte natürliche Zahl. Also, hier, das hier sind noch die natürlichen Zahlen, 19. So, und jetzt hat man es nicht geschafft, noch die 20 voll zu machen. Das heißt, wir hätten ja hier auch 19,99, ist ja relativ nah an 20 Euro in dem Fall dran. Aber es ist eben nicht genau 20 Euro, denn da fehlt noch ein Cent. Oder hier im Grunde ein Hundertstel. Cent ist übrigens auch nur ein anderer Begriff für 100. Oder eben hier in diesem Fall Hundertstel. Und ein Hundertstel fehlt uns hier. Also haben wir 19 ganze Euro und wir haben jetzt noch einen Bruchteil in Euro, nämlich 99. Das könnte man jetzt übrigens auch so schreiben. 99 Hundertstel. Also hätten wir hier auch 19 und dann 99 Hundertstel. Das wäre genau dasselbe wie 19,99. Und da sind wir jetzt schon mittendrin, wie man Dezimalzahlen auch als Brüche umschreiben kann. Aber dazu auf jeden Fall mehr in den nächsten Videos. Jetzt erstmal noch eine weitere Schreibweise. Wir können das auch aufsplitten. Also haben wir jetzt hier 19 Ganze. Wir haben 9 Zehntel, also müsste man dann schreiben plus 9 Zehntel. Und dann nochmal plus 9 Hundertstel. So.
So könnte man das eben auch aufschreiben. Jetzt würde ich gerne das hier mal so zusammenfassen. Also nehme ich mir die 19 hier ein bisschen zur Seite. Und diese 9/10 und die 9/100 kann ich ja nur dann zusammenfassen, wenn der Nenner gleich ist. Also probiere ich das hier bei dem 9/10 einfach mal den Nenner etwas zu erhöhen. Und zwar auf 100. Somit muss ich ja hier, also plus 9 mal 10, weil ich ja im Nenner auch mal 10 rechne, um auf 100 zu kommen. Also 10 mal 10. Ich erweitere hier plus 9/100. So, dann habe ich nämlich jetzt hier im nächsten Schritt 19 Ganze, die natürliche Zahl, plus und dann 9 mal 10 sind 90 und 10 mal 10 sind 100. Das habe ich jetzt gleichnamig gemacht mit dem Bruch 9/100. Da haben wir jetzt den Hauptnenner 100. So, jetzt kann ich das nämlich zusammenrechnen. 19 nehme ich als ganze Zahl vorne und 90 und 9 sind 99/100. Und du siehst, das ist genau das, was wir auch vorher hier schon oben gesehen haben. Also, was sagt uns das? Wir können jetzt zwei unterschiedliche Sachen machen, um ja, Dezimalzahlen in Brüche umzuwandeln. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel sowas hier hätten, 3,63. Dann guckt man auf die letzte rechts stehende Ziffer, das ist hier die 3. Und sie guckt sich an, in welcher Nachkommastelle die steht. Das ist hier ein Hundertstel. Also muss ich die komplette Zahl hinter dem Komma eben auch als Hundertstel angeben. Ist also gleich 3,63/100. Das war es eigentlich schon. Machen wir noch ein weiteres Beispiel. Nehmen wir mal 12. Und 12,461. So, dann guckst du wieder die ganz rechte Ziffer. In welcher Nachkommastelle steht die? Die steht hier, in dieser Tausendstel. Da, wo wir hier bei dieser Sache nicht stehen hatten. Also muss die komplette Zahl hinter dem Komma, muss jetzt als Tausendstel angegeben werden. Ist also 12, können wir hinschreiben, ist gleich 12,461/1000. Und schon hat man einen Bruch, den man dann eventuell noch kürzen kann, um die ganze Zahl noch etwas kleiner zu machen. Ich wusste ja gar nicht, dass man diese Zahlen auch mit Brüchen schreiben kann. Ja, so viel, jetzt weißt du es. So, und dann wird einfach die Zahl hinter dem Komma einfach mit dem Zähler geschrieben. 541, also 541.000. Du hättest das jetzt auch nochmal hier mit diesem Plus und Zusammenrechnen machen können, aber wie gesagt, das ist eher ein bisschen mühsam und kostet dir auch Zeit. Mach es lieber so, wie es dir jetzt egal ist.